Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Mal wieder The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe meine Drohung vom letzten Mal wahrgemacht und alles verkocht, was ich da hatte. Ich habe auch die Amiibos den ein oder anderen Tag mal durchgepokert, dass ich ein bisschen was an Nahrung hatte. Und wir haben jetzt ordentlich was zur Verfügung. Ich habe auch ein bisschen diese so Nau-Dinger da hinten reingeworfen. Und wir haben ein paar von diesen Bauteilen hier jetzt. Das wird uns noch in den ein oder anderen Moment helfen. Ich habe übrigens von dem einen Schild den Haken wieder abgemacht, weil der einfach unnütz da drauf war. Und ich werde an der Stelle nochmal erwähnen: erstens, keine Spoiler, kein Backseat-Gaming. Lass mich das selber machen. Ich brauche keine Tipps und Tricks. Ich will alles selbstständig schaffen. Wer auch immer meint, hier spoilern zu müssen, den kick ich sofort aus den Kommentaren. Der hat dann einen Bann auf Lebenszeit. Ich werde das bei jedem Stream wiederholen. Und der wird nie wieder bei mir schreiben können. Die Warnung ist raus. Das gilt für YouTube als auch für Twitch. Ich mache das hier übrigens als so eine Art Streaming-Let's Play. Also nicht verwundern, wenn ich nicht unbedingt immer auf den Chat eingehe. So, jetzt aber mal wieder zurück, wo wir waren. Wir waren hier. Ich wollte dieses Ding mitnehmen, damit wollte ich darüber. Ich weiß nicht, wie weit man das wegbewegen kann. Nebenbei, mein Hammer ist fast kaputt. Das ist übrigens jetzt hier nicht irgendwie ein Flame an die Zuschauerschaft. Ich will einfach nur nicht, dass ihr mir das Projekt dadurch versaut, allein schon, weil ihr mir das halbe Spiel im Voraus erklärt. Beispielsweise beim Kochen, da will ich lieber selbstständig reinscheißen. Aber wie gesagt, es ist kein Flame oder sonst irgendwas. So, ich will jetzt erstmal wissen, was ist das da drüben? Das hat mich beim letzten Mal schon fasziniert. Was bist du? Oh, du bist das Teil aus dem Trailer. Ich muss das da angreifen, ne? Warte mal, habe ich irgendwas, das Boom macht? Nein. Man sieht halt nicht, was das Zeug macht, bevor man es auswählt. Ich packe mal einen Flammenwerfer dran, dann müsste es doch auf jeden Fall Feuer machen. Alter, bist du schlecht im Treffen. Oh! Ich habe eine Idee. Weg damit! Okay, meine Alpha-Krieger-Klinge ist kaputt. Dann nehme ich meine Stachellanze. Ich nehme dir die Blöcke weg. Was sagst du dazu? Hä? Das sind jetzt meine Blöcke. Kann ich damit eigentlich auch Synthese betreiben? Jawohl. Jetzt habe ich dich an meinem Schild. Was sagst du dazu? Ich glaube, ich mache dich auch an meine Lanze. Oh. Bin K.O. Da war ich zu sehr darauf beschäftigt, den ein bisschen zu piesacken. Käme ich auch von hier aus rüber, dass ich nicht das halbe Ding hier einmal machen muss? Muss doch möglich sein. Ja, es ist möglich, aber ich sollte es an der anderen Stelle machen. Wäre sonst fast ein Selbstmord gerade gewesen. So, von der einen Lanze will ich die Synthese abmachen, da tue ich gleich einen Block von dir dran. So. Wie heißt meine Waffe jetzt? Blockbohrer. Alter, haust du Schaden raus.
Dafür ist es noch ein bisschen früh. Kann ich nicht einfach... Ja, ich kann damit einfach die Verbindung brechen. Ich kann damit auch mich selbst verteidigen. Ach, ist das ein Tool cool. Pam, 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 pam. Funktioniert. Ich nehme dir die Beine weg. Was sagst du dazu? Alter, der haut mich mit einem Schlag K.O. Ich glaube, ich bräuchte ein Health-Up erstmal. Ich will den trotzdem down bekommen. So schwer scheint er ja nicht zu sein. Ich sollte mir nur nicht unbedingt einen Block von ihm nehmen. Guck mal, ich stehe auf dir drauf. Was machst du jetzt? Pam, 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 pam. Hab ihn. Oh, macht man so gut Schaden. Oh, der liegt doof. Okay, fast kaputt. Ich brauche eine neue Waffe in die Hand. Wo ist der gelandet? Ein Moment. Ach, schade. Ich wollte noch schnell den Block dran packen. Oh, was haben wir denn da Schönes liegen? Kann ich doch bestimmt synthetisieren. Ein Alpha-Mittelblock. Ich kann ihn zumindest nicht aufheben. Synthese rückgängig machen. Hallo. Jetzt habe ich eine Stachelkeule. Ach ja, eigentlich müsste das doch auch noch gehen, ne? Mit Monsterzutaten, beispielsweise den Flügeln und Teil in dem Teil hier, sollte man doch was gemeinsam basteln können. Sollte doch ein Trank bei rauskommen, wenn es noch genauso ist wie damals. Ja, Sportmedizin. Kann man ein bisschen länger sprinten. Jetzt muss ich wieder den Kackhaken hier abmachen. Schneidet das denn wenigstens? Kurz Vergleich. Nein. Stacheldegen, das... Ach, Alpha mit dem Block Hammerschwert. Ach, das ist eher so ein Hammer. Okay, dann weiß ich das jetzt.
Hallo? Hier geblieben. Oh, ist das stinkend stark. Die Keule, die ist richtig stark. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich hoffe, die hält auch lange. Ich habe halt momentan nur die Billo-Waffen. Na gut, sobald ich die starken Waffen habe, ist so ein Blockmonster ja wahrscheinlich eher einfach zu bekämpfen, ne? So, da hoch muss ich. Nebenbei bei Zelda nehme ich mir auch für danach vor, dass ich die Zelda-Streams eventuell länger mache, aber dafür in unterschiedliche Parts unterteile. Okay, ich muss jetzt was essen, das Kälteschutz gibt. Am besten einen langen Kälteschutz. Also diese Woche, ich mache ja diese Woche abgesehen von Donnerstag eh nur Zelda. Deswegen wird es diese Woche bei 2 Stunden bleiben. Aber danach, wenn Zelda da ist, das werde ich dann stets freitags machen. Und da wird es dann auch so sein, dass es stets immer 3 Stunden Streams werden. Dass ihr da Bescheid wisst. Für YouTube wird es halt einfach nur wesentlich kürzer. So, diese Art von Rätsel kennt man ja noch aus dem alten Teil. Einmal kurz ablegen. Ach, du bist das einzige Objekt, was nicht umfällt. Oder du wolltest mich einfach nur verscheißern. Ach, wie habe ich diese Rätsel vermisst. Ja, Maronus muss ich noch finden. Der macht die Tasche größer. Das war schon beim alten so. Okay, die Rätsel heilig, die geben 1 und die, die ich irgendwo abliefern muss, die geben 2. Zumindest bisher so. Da oben wollen wir hin. Da oben war auch nochmal so ein Kapselding. Vielleicht kann man ja pro Kapselmaschine andere Kapseln bekommen. Könnte ja sein. Auf jeden Fall habe ich gelernt. Das könnte ich ruhig an irgendeine Waffe packen, aber ich will erstmal eine neue Keule finden. Oder einen neuen Holzstab zumindest. Da ist mein Freund schon wieder. Macht die Umgebung doch noch greller. Ja, alles verständlich, alles easy. Okay, eine Route, die ich ruhig kaputt machen kann. Warte mal, dann machen wir auch noch direkt eine Synthese, dann macht das Ding wenigstens Schaden. Die da vorne haben ja die richtigen Waffen. Boah, hält der in die Route dann gut. So, weg damit. Ja, ich habe einen Prügel. Und einen Ast. So. Damit würde ich gerne einmal das ablegen. Ablegen, sagte ich. Dann nehme ich den Ast und mache eine Synthese. Ich will an den Schild übrigens mal so ein Segel dran packen. Vielleicht kann ich ja dann damit so gesehen gleiten. Ich habe übrigens da so eine richtig gute Methode gefunden, wie man die Kisten schnell kaputt kriegt. Aneinander kleben. Und von oben fallen lassen. Einen einfachen Stock. Na gut, mein Felshammer geht bald kaputt.
Kann den ja jetzt einmal verwenden. Und danach kann ich den Stock ja nochmal holen. Tja, wie bei Wild. Es lohnt sich, alles abzusuchen. Da ist für ein Alpha-Ding. Ich bin bereit. Oh. Ja, geht nah an den ran. Das hilft. Was für ein Flammenwerfer. Ich nehme mir mal deinen Stab, ne? Du nimmst den Flammenwerfer selbst einfach, ne? So, Alpha Elite Lanze. Eine Flammenkeule. Ja, nur diese Sonau-Dinger kann ich halt da reinwerfen. Ja, weg mit dem Ast. Ist wahrscheinlich ein einfacher Stock, ne? Nee. Was sage ich, wenn ich so einen Timer werfe? Oh, sieht das geil aus. So, Flammenwaffen sind auch ganz gut in solchen Gebieten. Da kann man sich kurz ein Feuer machen. Und dann fehlt man nicht mehr. So, ich wollte aber eigentlich den Stock holen. Bringt mir mehr als das Schwert da. So, was packe ich denn da dran? Flammenknüppel habe ich halt schon. Kann ich diese Kochtöpfe eigentlich da dran packen? Einfach nur aus Interesse. Jetzt habe ich einen Kochstab. Lustig, dass das geht. Ich wollte es einfach nur mal testen. So, jetzt aber wirklich, was packe ich da dran? Am besten noch so eine Alpha-Klinge. Die hat sich ganz als gut erwiesen. So ein Alpha-Konstruktschwert zu haben. Für die Keule, die ich gerade habe, warte ich auf einem Felsen. Also auf so einen dicken, da mache ich mir wieder so einen Hammer. Hier liegt auch noch mal ein Stock. So, hier eine Höhle ist was? Definitiv. Bodenlose Höhle. Der Name klingt ja schon vertrauenserweckend. Okay. Bomben so gesehen. Da will man nicht runterfallen. Irgendwas zieht hier auf mich. Ach, da oben. Mann, so weit kann ich doch gar nicht nach oben schielen. Ach, das Auge ist auch ganz gut. Dann sind meine Angriffe verfolgend. Verdammt, ich wollte ein Foto von machen. So viel Licht da überhaupt runter? Ich glaube nicht. Ich will eher hier oben rumgucken. Und im besten Fall nicht runterfallen.
was ist da drin? Ein Bernstein. Na gut, auf der Synthese ist es ja ganz stark. 4 Angriffsstärke. Und das sage ich jetzt, noch später wird mir das läppisch vorkommen. Was bist du denn? Dich kenne ich nicht. Schießt du irgendwas nach mir? Ich glaube, ich soll dich abfackeln. Okay, das mag das Teil überhaupt nicht. Das war nicht das, was ich gerade ausgerüstet haben will. Das will ich. So, fertig gemacht. Hauptschleimstein. Und da war eine Kiste in dem Ding. Mit einem Opal. Ich weiß noch von früher. Es ist richtig enttäuschend, wenn man sowas in der Kiste findet. Das ist einfach nur enttäuschend. Im Übrigen, nur weil ich gesagt habe am Anfang, ich werde nicht so extrem auf den Chat eingehen. Ihr könnt mir natürlich trotzdem Fragen stellen. Ich werde darauf dann auch antworten, aber ich werde nicht so extrem drauf eingehen. Das meine ich. Ich will halt nur nicht, dass ihr mir das Spiel meint, vorkauen zu müssen. Und ich will auch keine Tipps und Tricks haben. Ich will alles selber rausfinden. Also ich will so gesehen das Spiel für mich entdecken. Warte mal, tolle Idee. So, jetzt brauche ich den Flammenknüppel. Und schon habe ich Feuerpfeile. Oh, ein Flammenschild. Oh, das ist ja krass. Den Flammenwerfer hätte es mir echt nicht geben müssen. Den kriege ich so extrem allein schon aus diesen Kapselspendern, nenne ich sie mal. Oh, ich konnte es noch einsammeln, bevor es zum Flammengelee wurde. Den Flammenschild mal besser abrüsten. Der ist ganz gut. Ist eine gute Verteidigung. Ich würde gerne ein bisschen von dem Gelee hier einsammeln. Mir fällt gerade auch noch ein, man könnte auch die Donnerblumen auf die Pfeile packen. Das ginge ja auch. Dann hätte ich eine Bombenpfeile. Schade, hier ist nicht so viel zum Verbrennen. Aber wir können ja was zum Verbrennen herstellen.
Ach, ich habe hier eh noch nichts zum Gleiten, ne? Ich habe dieses alte Denken im Kopf. Ich mach mal eben kurz ein paar Holzbünde dahin. Dann komme ich da schon hoch, weil ich dann einfach den Gleiter aktiviere und dann hochfliege. Ich habe dieses alte Denken noch. An Eis kann man nämlich nicht hochklettern. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Ich brauche halt einen Weg nach oben. Hier sind keine Fische drin, ne? Mein Kälteschutz fällt gleich aus. So, ich will das einmal ausprobieren. Donnerblume. Bombenfall. Und ich habe etwas in die Unendlichkeit gejietet. Ach, einen einfachen Stock. Ja, der kann da ruhig liegen bleiben. Einmal kurz neben das Feuer stellen. Ja, das hält 3 Minuten. Sonst muss ich mich gleich einmal zurückporten. Weil ich falsch gelaufen bin. Ich höre was. Die Stelle markiere ich mir mal, dass ich dahinter noch mal hingehe, wenn ich den Weg dahin finde. Mann, das macht einen einfach nur sauer. Man will doch nur den Weg finden. Und das tut man nicht. Nee, ich glaube, ich muss mich einmal zurückporten. Falls ich da überhaupt in die Nähe komme damit. Darf ich den ganzen Weg nochmal kraxeln? Dann hole ich aber wenigstens das Teil hier vorne erstmal. So, sehe ich hier unten angekommen. Easy. Wusste ich doch, dass hier eine Truhe ist. Ich habe die von oben doch gesehen. Ich habe das für 5 Holzpfeile auf mich genommen. Worth it. Ich muss den ganzen Weg nochmal kraxeln. Von der Seite komme ich nicht hoch. Da ist der Kapselspender. Oh, ist das ein weiter Weg. Da komme ich jetzt aber nicht dran vorbei. Warum kann ich mich nicht porten? Warum darf ich nicht? Ich will da wieder hoch. Ich will nicht einmal um das ganze Ding hier kraxeln. Sonst mache ich einfach hier eben kurz nochmal neu laden.
Ist mir lieber als das ganze Ding nochmal hoch. So, irgendwo einen schnellen Weg da hochgeben. Bin ich wieder hier? Hallo. Okay, danke. Warum darf ich die nicht nehmen? Wegen unerfindlichen Gründen, damit ich mir selber eins baue. Okay. Verstehe schon. Ach, da oben sich zu kämpfen ist ein hoffnungsloser Kampf. Weh, ich kann da einfach runter zum vorherigen Gebiet. Dann werde ich aggressiv. Dann werde ich richtig aggressiv. Die Brücke nehme ich trotzdem mit, weil die kann ich da oben gebrauchen. Kann ich als Leiter nehmen. Hier ist zumindest ein Rätsel. Eine kleine Ablenkung. Na gut, das hätte ich auch nicht entdeckt, wenn ich jetzt hier nicht lang gegangen wäre. Aber weinen will ich momentan trotzdem. Geht doch, ich hab's hier hochgeschafft. Alter, was für eine Geburt, hier hochzukommen. Und jetzt dasselbe nochmal in die Richtung da. Nur weil der Weg so scheiße ist. Na toll, die drei Ventilatoren, die brauche ich auch. Ich habe jetzt gerade endgültig die Schnauze voll. Ja, ich denke mal, dass es auch hier so geplant ist, dass man sich eine Brücke baut. Oder eine Leiter. So. Ich hab's hochgeschafft. Hau ab. Komm her. Oh. Heidenarbeit hier hochzukommen, ey. Das ist alles für eine Kiste. Jetzt muss ich das selber nochmal in die andere Richtung schaffen. Ach, hier liegt ein Flammenwerfer. Ein paar sogar. Okay, jetzt muss ich dasselbe nochmal in die Richtung schaffen. Oh, wie einfach es auf einmal ist, hier hochzukommen. Den hätte ich hier liegen lassen sollen. Irgendwas aus Eisen. Ich muss nämlich ein paar neue Bratchilis machen. Du, mein Freund, bleibst hier oben bei mir.
wo ich nie wieder missen muss. Jetzt gehe ich in diesen Tempel und hole mir, was auch immer die nächste Fähigkeit ist. Ich habe eine halbe Ewigkeit gebraucht, um hier dran zu kommen. Also auch für die YouTube-Gemeinschaft. Ihr habt nicht gesehen, was ich alles rausgeschnitten habe. Neue Fähigkeit, ich komme. Ich steige ihn aus. Ich kriege eine neue Fähigkeit, die hoffentlich sowas nützt ist. Brauche was zu trinken. Das hätte ich gern früher gehabt. Ist wahrscheinlich ein ultra hoher Sprung auch. Ja, direkt mal kurz austesten. Okay, passiert nichts. Da muss wahrscheinlich auch eine Decke über mir dran sein. Das hätte ich wirklich gerne früher gehabt. So, wo ist die Kiste, an die ich so dran komme? Die war obvious. Danke für die Steinaxt. Kann ich nur bestimmte Wände damit durchstoßen oder komme ich durch jede Wand? Hier ist dem Flammenschild. Ich verbrenne dich. Verteidigung und Angriff in einem. Im Übrigen für YouTube, ich musste den Boss nochmal machen, weil es einen Fehler in der Matrix gab. Weiter werde ich nicht drauf eingehen. Ein Konstruktbogen. Hab ja nur schon volle Lutsche hier dabei. Was verbrennt der überhaupt? Ein Holzbogen, der kann auch weiter brennen. Was zum Schneiden brauche ich? So. Da muss ich jetzt wahrscheinlich durchspringen. Und es muss echt einfach nur eine Decke über mir sein, dann kann ich durch. Wie es scheint. Okay, der Deckensprung ist einfach zu verstehen. Das können wir überspringen, wir kennen die Sequenz schon. Die verändert sich ja nicht. Ja, danke. Ciao. Ja, habe ich. Also ein paar davon.
Immer mit dem Kopf durch die Decke, ne? Och, meine Brücke ist weg. So, da oben, da ist doch safe was. Aber erst öffne ich diese Kiste. Okay, solange eine Decke nah über mir ist, kann ich da durch. Ach, die guten alten Steinkreise. Ich bin gespannt, ob aus der, aus dem Kapselspender vielleicht was anderes rauskommt als den davor. Die Dinger da sehen interessant aus. Ich pack einen von euch mal ein Schild. Jetzt habe ich einen Gleiter. Wahrscheinlich genau das, was ich die ganze Zeit haben will. Erklärst du mir jetzt, wie die Gleiter funktionieren? Erstmal muss ich gucken, ob ich den Gleiter überhaupt verstehe. Erstmal will ich zu dem Kapselautomaten vor allen Dingen. Ich sollte mich doch hier einfach durch die Decke hacken können, oder? So, jetzt wird es Besucher für dich geben. Ich weiß, wie ein Kapselspender funktioniert. Ich schmeiß einfach die Dinger hier rein, das passt dann schon. So. Kommen da neue Sachen raus? Ja, da kommt der Gleiter dabei raus. Dann packe ich dann noch zweimal eine volle Hand rein. Sonst noch irgendwas? Da oben ist ein Tempel, den ich wahrscheinlich gar nicht drankomme. Doch, ich komme da dran. Ich muss nur kombinieren. Warum muss ich nochmal extra verlassen drücken? Reicht es nicht einfach, durchzuhüpfen? Wenn ich diesen Sprung mache, dann will ich ja wohl eindeutig da durch. Warum braucht es nochmal die Nachfrage? Nochmal drei Gleiter zum Mitnehmen. Sehr schön. Versuche ich einfach, dich irgendwie an eine Kante zu stellen? Oder wie funktionierst du? Wie gleite ich auf dir? Verrat mir deine Geheimnisse. Probieren wir mal was anderes. Okay, das funktioniert leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie zum Geier aktiviere ich überhaupt diesen dummen Gleiter jetzt? Ich weiß, wie der gedacht ist, aber ich weiß nicht, wie ich ihn nutze. Ach so, die brauchen extra so einen Teil. Das wäre halt der schnelle Weg darüber, ne?
Okay. So, schnell drauf. Naja, zumindest ist durch den Gleiter mein Schild ein bisschen breiter. Und Abflug! Das wird mein Thumbnail für die Folge. Das wird mein Thumbnail. Jetzt verstehe ich auch erst, wie man an die höheren Inseln drankommt. Das macht man mit diesem Deckensprung. Ja, genau, ich greife das weg, was mich gerade in der Luft hält. So, fällt es jetzt hier einfach direkt runter? Ne, ich muss wahrscheinlich selber runterspringen, ne? Und ich hätte in diesen Kreis hier reinhüpfen müssen. Dann wäre wahrscheinlich ein Krog aufgetaucht. Wo ich jetzt die ganzen Fähigkeiten habe. Erstens, da oben ist ein Felsbrock. Hätte ich einen Knüppel, würde ich. Dann mache ich mir jetzt erstmal einen neuen Hammer. Ich wollte es gerade aussprechen, da habe ich meinen Knüppel hier noch gesehen. Ich mache mir jetzt erstmal einen neuen Hammer mit dem Felsbrocken da oben. Und da wollte ich hin. Da kam ich aber nicht dran. Sollte ich doch jetzt einfach durch können, oder? So, jetzt komme ich hier an die Kiste. Die Synthese wollte ich haben. So, jetzt habe ich einen Hammer. Ein bisschen schade, dass der Gleiter in der Synthese selber nichts bringt. Ich kann ihn mir auch nicht als Waffe gut vorstellen. Allerhöchstens, wenn ich daraus Äxte machen kann. Ich probiere mal aus. Kann ich damit eine Axt herstellen? Zählt das jetzt als eine Axt? Nee, sieht eher nach einem Bumerang aus. Okay, es ist straight up weg. Ich glaube, das werfe ich straight auf einen Gegner. Nochmal ausprobieren. Ja, das wirft man straight. Flugroute. Das Ding ist definitiv nicht zur Axt zunutze. Okay, auf dem Schild bringt das auch absolut nichts. Nebenbei, für YouTube. Ich habe da hinten eventuell zumindest ein, zwei Sachen drin gelassen, weil ich die nochmal offscreen machen werde. Da hinten ist absoluter Scheißdreck einfach nur gewesen, der mich frustriert hat bis zum geht nicht mehr, weil ich einmal falsch gelaufen war. Also sage ich an der Stelle hier halt nochmal. Weil ich teleportieren oder irgendwas in der Art habe, hole ich mir das. Wir können endlich da rein, Leute. Ich habe ein Hauptziel geschafft. Und da ist was. Da ist was für mich. Was ist das? Zelda?
Okay. Ich habe eine neue Fähigkeit. Zwei Fähigkeiten fehlen dann aber noch. Ja, hält der Zeit halt, ne? Ocarina of Time. Nur kann ich das jetzt auch ohne. Ich verstehe den Nutzen. Ich muss das aber machen, wenn das auf einer Höhe ist, wo ich drauf kann. Dann fahre ich damit nach oben. Okay, nützlich, aber nur bei Objekten halt ansetzbar, ne? Ach, die Statuen, ich krieg jetzt was. Was nehme ich mir denn als erstes? Ich würde wirklich sagen, erstmal leben. Ach, darf noch nicht, okay. Öffne dich. Ja, nicht stark genug, ne? Ja, da kannst du es haben. Muss nur mich eben kurz aus dem Bild packen. Ach, jetzt darf ich mich teleportieren. Danke. Es hätte mir gerade eben geholfen. Ach, ich brauche vier. So, Teleport. Dahin. Bin ich hier denn überhaupt richtig? Ach, stimmt, jetzt kann ich da ja hoch, ne? Ach, die Karte habe ich jetzt hier auch als schnellen Teil. Warum soll ich die Zeitumkehr nutzen, wenn ich auch einfach durch die Decke springen kann? Bin ich jetzt nah genug, dass ich hier durch die Decke springen kann? Scheinbar nicht. Für irgendwas kletter ich doch hier hoch. Umschauen. Ich bin mir sicher, dass ich durch die Decke muss. Aber wahrscheinlich nicht hier. Ja, den einen Schaden nehme ich mit.
Ich kann mich hier durchfressen. War ich hier nicht gerade eben? Oder verwechsel ich die Bäume? Nee, ich verwechsel wahrscheinlich die Bäume. Kann ich da nicht drauf? Schon sagen, hier oben ist doch was. So auffällige Orte beherbergen immer einen Krog. Wie gesagt, der Gleiter als Schild ist auch richtig traurig. Aber danke, dass ich nochmal 3 Gleiter bekomme. Danke dafür. Ich werde das hier wahrscheinlich noch brauchen. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, ich bin schon zu weit oben. Oder da kann ich rein und da ist der Schrein. Hier steht ein Freund. Ja. Ja, möchte ich. Okay. Ich brauche 100 Sonanium ungefähr. Das Ding kann ich mir nicht mal ansatzweise leisten. So, wieder eine neue Fähigkeit. Ich denke mal, im Tempel kriege ich dann die letzte. Nein, da. Ich bin schon gespannt, was ich für eine Fähigkeit bekomme. Ach, ich kriege hier keine Fähigkeit. Okay. Ich verstehe, wie es funktioniert. Ich hab's instant verstanden. Ich frage mich, ob man das auch bei dem Floß machen könnte, wenn das fährt. Dass man einfach sagt, hey, komm wieder zurück. Oh, da werden bestimmt noch richtig ekelhafte Rätsel mitkommen. Hier muss ich wahrscheinlich ganz weit vorne drauf. Das Gute ist, dass die Zeit dann auch stillsteht. Hui! Hat funktioniert. Nee, da ist die Energiekugel, wenn ich das richtig sehe. Aber ich müsste beide Dinger irgendwie anhalten. Ich kann nicht weiterlaufen, während ich die Zeit anhalte, oder? Nein. Ah, ich sehe schon wie. Ich muss warten, bis sie aufeinander sehen und dann muss ich einen rückwärts laufen lassen. Easy. Da
Das Rätsel war easy. Ja, wir brauchen die Sequenz nicht, wir kennen den Schmarrn schon. Danke für das Segenslicht. Könnte ich in der Theorie auch die zurückfliegen lassen? Ich würde das gerne einmal sehen, ob ich das Ding zurückfliegen lassen kann, sobald es schon in der Luft ist. Natürlich, während ich draufstehe. Auf in unbekannte Lande! Ja, ich kann echt so wieder nach Hause zurückfliegen. Ich bin nicht so gefallen, wie ich hoffte. Ich wollte da in den Fluss fallen. Nicht nochmal den Sprung versuchen. Das ist ein Sprung ins Leere. Irgendwann stürzt er doch bestimmt ab. Den Sprung könnte ich schaffen. Ich weiß jetzt nicht, warum der jetzt noch mal extra aus dem Wasser rausgesprungen ist. Wo, wenn man nicht wirklich gleiten kann, dann frage ich mich, wie man an den scheiß Drachen rankommen soll. Das wird ja komplett krebsig. Große Sonau-Energiesphäre. Zeitweilig unbegrenzte Energie. Ich würde das Ding gerne einmal auf jeden Fall an so einen Kapselspender verschenken. Aber jetzt, wenn ich eine zweite habe, ich weiß ja nicht, ob ich die erste nochmal brauchen werde. Da war ein Froggo. Wir haben es geschafft, Leute. Ach, du warst ein Freund. So, rein da. Rein in die Olga. Da schmeiße ich meinen Gleiter schon mal vor. Und mache ich mir dann jetzt eigentlich überhaupt Boomeränge? Falls ich die machen muss. Kann ja sein, dass ich die auch finde. Die Ausdauer will ich auf jeden Fall auch voll haben. So, jetzt brauche ich wieder das. Jetzt bin ich hier oben und jetzt kann ich meine HP steigern. Hier bitte Herzen, ja bitte, ich will den Herzcontainer, ja. Damit kämpfen wir gegen das Miasmaden.
Ich werde es versuchen. So, schaffe ich es jetzt, die Tür zu öffnen? Oh, das sieht cool aus, wartet. Der Weg in die weite Welt ist mir jetzt offen. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Kannst auf mich zählen, mein Freund. Die Suche nach Zelda. Jetzt beginnt sie wirklich. Ah, okay. Ich verstehe schon. Da hinten ist doch was. Was haben wir denn da für eine Leuchtkugel? Ah, das Schwert wird repariert. Zumindest ein bisschen.
Bitte finde mich. Ich wollte gerade erstmal nochmal sagen, ciao Masterschwert, es war schön, dich zu haben in meinem Inventar. Also hier geht's jetzt nur runter. Wo genau will ich denn hinspringen, dass es mich nicht umbringt? Da sehe ich einen riesigen Teich. In dem Teich da, direkt unter mir am besten, ne? Die Frage ist, kann ich dann hier auch wieder nach oben kommen? Ich weiß halt nicht, ob ich mich dann hier hinporten kann. Hier ist die eine oder andere Stelle, die ich eigentlich gerne nochmal untersuchen würde. Jetzt könnte ich auch ruhig hier einmal drumherum. Jetzt kann ich mich ja porten. Jetzt ist das ja nicht mehr so der Abfuck. Kann ich da das Zeug auch nochmal einsammeln? Das Ding ist, dass ich mich da nur nicht hin teleportieren kann. Ja gut. Ich weiß nicht, ob ich mich danach noch teleportieren kann. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass ich hier jetzt eventuell für heute schon mal Schluss mache. Ich habe zumindest noch ein bisschen drauf gemacht dafür, dass da hinten so ein riesen Mist passiert ist. Für YouTube lasse ich da zumindest die Punkte drin, die wichtig waren, wie zum Beispiel der Krog. Oder die Kiste eventuell. Wir gehen beim nächsten Mal nach da unten. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn irgendwas zusätzlich noch irgendwie dazu finden ist, dann nehme ich das nebenbei auf. Oder mache Screenshots, eins von beiden. Und die zeige ich dann einfach beim nächsten Stream. Von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Der Twitch-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Abo und Like natürlich da lassen. Und bei euch sage ich ciao.